Hallo und willkommen zu einem neuen Video hier bei CraftMotion. Dieses Mal zu einem neuen Lichtschwert-Review. Und dieses Mal habe ich das für euch. Das Skywalk-Schwert. Ja, das letzte Video, da ging es ja um das Schwert von Darth Vader. Es ist das so, diese Replikas haben nicht ideal, aber doch einen guten Glanz. Und das Grüne von meinem Greenscreen, also der Teil, auf dem ich stehe, weil das ist ja nicht nur die Wand, das ist ja auch Boden, hat sich im Lichtschwert wieder gespiegelt und dadurch ist es teilweise durchsichtig geworden. Ja, dafür möchte ich mich mal entschuldigen. Und jetzt habe ich aber den Boden mit einem weißen Tuch ausgelegt. Ich hoffe, dass das so funktioniert und dass nicht das Grüne von da hinten reflektiert, sonst kann ich leider nicht viel machen. Ja, dann legen wir mal los mit dem Review. Also, ich zeige es mal in die Kamera mit den ganzen Details, auf die wir dann genauer noch eingehen werden. Ja, er hat hier natürlich diese wunderschöne Schrift, die natürlich jeder braucht. Aber naja. Und natürlich wieder Blade Builders. Das bedeutet, man kann es auch wieder super so einen Haken anhängen. Und ja, gehen wir mal auf die Details ein in Bezug auf die Geschichte dieses Schwertes. Denn, wenn man sagt, das ist das Schwert von Anakin, Luke und Rey, richtig. Doch wenn man sagt, einfach nur, das ist Anakins Lichtschwert, weil er hat es ursprünglich gebaut, dann ist es eher falsch. Wieso? Ich sagte ja gerade, Anakin hat es gebaut. Es ist aber nicht irgendwie sein Lichtschwert? Ja. Die Sache ist die, es gibt von keinem anderen Lichtschwert so viele verschiedene Varianten wie von dem hier. Wenn die Informationen, die ich habe, alle Kanon sind und wenn meine Beobachtungen korrekt sind, dürfte das die vierte Variante des Skywalker-Schwertes sein. Die Anakin gebaut und genutzt hat, war die erste. Dann gibt es eine, die hat vermutlich Obi-Wan etwas modifiziert, damit sie besser zu dem im Schwertkampf unerfahrenen Luke passt. Der hat dann die Modifikation teilweise wieder umgekehrt, vermutlich, und dann ist das daraus geworden. Und dieses Schwert hat dann auch Rey bekommen, aber ja, wer The Last Jedi gesehen hat, sie und Kylo haben das Schwert ein bisschen zerschossen und dann hat es ja wieder repariert und das einfach schwarz gemacht. So, jetzt nochmal im Detail die ganzen Änderungen. Am Anfang war das hier nicht da. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür das ist. Entweder ist es ein Verschluss, damit man diesen Ring hier abnehmen kann, oder es sind irgendwie eine schnelle Einstellung für die Klingenlänge. Wie gesagt, da bin ich mir nicht sicher. Ja, der Aktivator, der sah nicht so aus, sondern der war golden und hatte ein anderes Muster. Diese Streifen-Grips, sag ich mal, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, die waren auch schon so da, allerdings hatten die noch keine Nieten und da unten war kein D-Ring, gut, das ist auch keiner, weil es ein Spielzeug ist mit Blade Builders und so. Stattdessen war da irgendwo ein Chaotic Wheel, weil ja, Anakin, Jedi der Republik, Chaotic und nicht D-Ring. Und ja, der Ding an sich war etwas anders, also da gab es nicht diese Streifen hier. Sondern das war eher mehr so ein, so eine Art Cardo quasi. Sonst, ja, das da war noch abgedeckt von so einer roten Abdeckung. Ansonsten war alles gleich, wie bei dem hier. Dann hat Anakin es ja an Obi-Wan verloren. Der musste sich, also ich glaube halt mal, dass es er war, dann wird es Sinn ergeben, musste er sich etwas überlegen, wie er dieses Schwert Luke geben sollte, der ja im Schwertkampf vollkommen unerfahren ist und ja nicht von Anfang an jetzt eine Jedi-Ausbildung genossen hat. Von daher war es ganz sinnvoll, ein paar Features einzubauen, um das Schwert für Anfänger leichter zu machen. Deswegen hat er, wenn ich mich nicht ganz irre, diese Streifen hier entfernt, etwas enger geklebt und einen zusätzlichen eingebaut, dass Luke quasi einen etwas besseren Griff hat. Und der Aktivator ist ja doch recht flach. Hatte dann den Aktivator umgeändert und dann so kleine Kügelchen.
mit Daumen quasi besser Halt findet. Und aus irgendeinem Grund hätte diese Abdeckung, diese rote Abdeckung da entfernt und dann wäre es so aus. Ich weiß nicht wieso, ich weiß auch nicht, wofür das da ist. Aber ja. Gut, Luke selbst war dann natürlich auch irgendwann mal besser im Schwertkampf und hat dann den zusätzlichen Streifen wieder entfernt, die wieder in gleichmäßigem Abstand eingebaut. Und dieses Mal, wie es aussieht, auch genietet, damit sie besser halten oder keine Ahnung. Und ja, er hat auch dieses Mal nicht den ganzen Ring ausgetauscht, sondern nur die Aktivatorplatte durch die hier, die wir hier sehen, die eben besser für, ja, nicht für Anfänger, aber eben für Fortgeschrittene ist. Zum Leidwesen von Rey, die eben auch mit dieser Aktivatorplatte dann umgehen musste. Und es ist ja eben auch schon das Schwert, das Rey bekommen hat. Dieses Lichtschwertvisier ist wieder auch offiziell als Rays Lichtschwert verkauft. Kann man davon halten, was man will. Für mich ist es das Skywalker-Schwert. Das klassische Skywalker-Schwert einfach. In Galaxy's Edge, die Variante wird übrigens auch, also Galaxy's Edge, Disneyland und so. Ihr wisst wahrscheinlich Bescheid, auch wenn es im deutschsprachigen Raum quasi kein einziges Video dazu gibt, habe ich das Gefühl. Aber ja, die Variante in Galaxy's Edge, die man bei Doc Understand of Antiquities kaufen kann, heißt auch Rey's Lightsaber, stellt aber genau die gleiche Variante wie hier vor, also Variante Nummer 3. Ja, und bei Rey haben wir dann schon ein kleines Problem, beziehungsweise generell bei den Sequels. Ich kann verstehen, ich liebe die Sequels und ja, ich liebe auch Episode 8, vor allem Episode 8. Diese ganzen Kritikpunkte, die Leute immer haben, von wegen Plotholes, und da stellt sich dann immer heraus, hoppala, eine Sekunde länger nachgedacht und es ergibt Sinn. Es ist teilweise echt krass, wie selbst erfahrene Star Wars-Fans und hochqualitative YouTuber ihren Verstand wegwerfen. Nur um diesen irgendetwas vorwerfen zu können, aber egal, das ist ein anderes Thema. Ja, denn da haben sie einen Fehler gemacht. Und die sind ja sogar zugegeben, dass es ein Fehler war. Der Fehler ist, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal in Star Wars The Clone Wars passiert, aber da war es jetzt einfach ein Filmfehler. Aber nicht so extrem wie in den Sequels. Als Finn dieses Schwert in der Hand hielt, das erste Mal, als es überhaupt in den Sequels aktiviert wurde, hielt er es nicht so, sondern so. Und hat es da aktiviert. Als ich zum ersten Mal diesen Film gesehen habe, im Kino, dachte ich mir nur: Finn, was machst du? Und dann hat Rey das einfach weitergemacht. Das ist nicht der Aktivator. Damit verstellt man die Klingenlänge. Kann schon sein, dass dieses Schwert so gemacht wurde, dass das eben auch quasi eine schnelle Einstellung für die Klingenlänge ist. In diesem Fall würde es Sinn ergeben, wenn man sagt, okay, man schaut hier diese, das ist eindeutig ein Rädchen, wie man hier in dieser Riffelung sieht. Man schaut hier irgendwie die Klingenlänge auf 0. Drückt dann, dann fährt sie wieder auf 100% der Knochen, dann fährt sie auf 0% ein, ausschalten. Das ist aber eher eine eher schwache Erklärung. Aber man braucht auch keine Erklärung, denn Disney hat zugegeben, es ist ein Fehler. Und dann in Episode 8, Mark Hamill als Luke Skywalker in dieser Machtprojektion, hat das Schwert auf einmal wieder so deaktiviert. Naja, er wusste ja, wie es geht. Was ich mir da vorstellen könnte, wäre einerseits, dass das sieht einfach wie ein Knopf aus, ist vielleicht sogar in irgendeiner Weise einer. Es lädt einfach darauf ein, dass man da drauf drückt. Und eventuell, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass vielleicht die, weil in den Sequels wurden ja elektronische Schwerter verwendet, zum allerersten Mal. Dadurch strahlen sie eben auch Licht auf die Umgebung aus. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass vielleicht die Modellbauer einfach hier den Knopf angesiedelt haben. Und dass die Schauspieler dann gedacht haben, das ist auch der Aktivator im Kanon. Was falsch ist, aber irgendwie ein verständlicher Irrtum. Unterstützt wird die These dadurch, dass Kylo Rens Lichtschwert, das ja extra für die Sequels designt wurde, wenn es das ja schon lange gab, den Aktivator auch sehr weit oben hat. Und da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, das ist irgendwie einfacher von der Elektronik her, was weiß ich, machen wir es halt so und sagen den Schauspielern einfach nicht, dass es einfach anders gehört. Ja, Rey und Kylo haben das Schwert dann zerschossen in der Mitte und offensichtlich hat Rey das Schwert dann wieder repariert. Also diese ganze Teil ausgetauscht
durch ein etwas Schwarzes ersetzt. Und statt dem Ring einfach quasi so ein Kugelschreiber-Clip. Und hält dann eben fest am Gürtel noch fester, als es mit einem Covertag tatsächlich der Fall wäre. Das ist aber ein integrierter Clip und das haben wir so tatsächlich noch gar nicht gesehen. Aber hier ist das eben alles einfach nur aus einem und demselben Plastik. Und ja, also von vorher, man kann schon was damit anfangen, aber also, es fühlt sich gut an in der Hand. Nur ich persönlich finde, dass der Aktivator etwas stört. Ich meine, es ist nicht so hoch, ist vollkommen in Ordnung, aber ich finde zum Beispiel, das Darth Vader Schwert hat zwar den Aktivator in einer ähnlichen Position, eher so mittig, aber das Schwert selbst ist etwas dünner und dadurch liegt es, finde ich, etwas besser in der Hand. Und das Luke Skywalker Schwert aus Return of the Jedi, das ich als nächstes vorstellen werde, höchstwahrscheinlich, das hat auch exakt dieselbe Dicke wie hier. Also dicker als das Darth Vader Schwert, dessen Griffigkeit ich so lobe. Aber der Aktivator ist ungefähr da. Und dadurch ist da quasi nur mehr Platz für die Hand, wodurch es dieses Schwert wieder auf eine ganz andere Art und Weise sehr griffig macht. Nichtsdestotrotz finde ich, dass man damit auf jeden Fall was anfangen kann. Ja, wenn man das für Cosplay, Fasching oder so benutzen will, ist überhaupt kein Problem. Oder für Filme. Und hier finde ich eben wegen diesem großen Silberanteil auch gut, dass Hasbro sich, was den Glanz betrifft, auch entwickelt hat. Also das Anakin-Schwert, das eines der ersten Lichtschwerter von Blade Builders rauskam, hatte, glaube ich, einen etwas geringeren Glanz. Ich habe es noch nie live gesehen, aber in Videos, direkt neben dem hier. Und ich finde generell diesen Glanz einfach gut. Ja, es ist nicht dieser Chrom- oder Fast-Chrom-Glanz wie im Original, aber trotzdem es ist es immer noch Plastik und eigentlich ist es mir so auch lieber. Denn wisst ihr, was passiert, wenn man Plastik verchromt? Richtig, das Chrom blättert irgendwann ab. Und das, was unter dieser Chromschicht ist, das glänzt nicht mehr. Das ist keine schöne Farbe mehr. Ich weiß das von diversen Lego-Dingen, die ich habe. Und hier ist es viel besser. Klar, auch hier gibt es an den Ecken und so wieder Bereiche, in denen die Farbe abblättert. Allerdings finde ich das irgendwie gut, weil das ist nur eine gewisse Zeit lang, so die ersten paar Tage, Wochen, in denen man das Schwert hat, bis eben die ganzen Kanten und so alle ein bisschen, ich sag mal, gealtert sind. Außer hier, da weiß ich auch nicht, was passiert ist. Aber ehrlich gesagt gefällt mir das, weil es ein bisschen so ein Witterungseffekt ist, was das Ganze etwas, ich will nicht sagen, ja doch irgendwie ein bisschen dreckiger, beziehungsweise gebrauchter wirken lässt. Aber mein Tipp, wer generell ein Fan der Witterungen ist, man könnte, was ich nicht mache, mit einem Pinsel und schwarzer Farbe da ein bisschen drüber gehen und dann die Details etwas herausheben und es wird sich auch gut aussehen. Wer gern noch ein bisschen herumbastelt, kann sich was machen. Und man könnte da eventuell auch durch diese Löcher einen D-Ring stecken und dabei eben dann auf das Blade-Builders-System verzichten. Und dann wird das Schwert auch korrekt am Gürtel hängen. Aktuell hängt es so, ja, etwas ungewöhnlich. Normalerweise hängen Schwerter so, dass der Aktivator da ist, wo man eben mit dem Daumen, beziehungsweise einfach generell mit dem Finger, mit dem man den Aktivator betätigt, eben leicht zu erreichen ist. Aber hier, wenn es so hängen würde, wäre es für Anakin unangenehm, denn er aktiviert nicht mit den Fingern den Aktivator, sondern mit dem Daumen. Aber wenn er ihn so anhängen würde, wie es aktuell eben nur möglich ist, mit diesem Replika, dann würde das Teil an seinen Fuß krachen. Deswegen hängen diese Schwerter dann immer so, dass der Aktivator einfach direkt zum Gegenüber zeigt und dass man das eben etwas umständlich greifen muss. Ja, Möglichkeiten gibt es viele, aber ich finde, also ich gebe mich damit auf jeden Fall zufrieden und ich finde, es ist ein tolles Produkt. Habe ich wirklich gefreut, dass ich dieses Schwert gesehen habe, weil ich tatsächlich bis zu dem Tag, dem ich es gekauft habe, nicht gewusst habe, dass es auch einzeln verkauft wird. Ich dachte, es wäre so ein Exklusivset, das man nur mit Kylo Rens Lichtschwert in diesem Doppelpack bekommt.
Aber freue mich auf jeden Fall, ist ein gutes Stück. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Aber hier ist es eben alles einfach nur aus einem und demselben Plastik. Was den Glanz betrifft, auch entwickelt hat. Also das Anakin-Schwert, das ist eines der ersten Hasbro-Lichtschwerter von. Das ist eines der ersten Lichtschwerter von Blade Builders rauskam. Endlich Video aus. Genau, es ist heiß und ich habe einen Jedi-Mantel an. Schlapp.